Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch ein Rezept für eine selbstgemachte Deo-Creme. Im ersten Schritt werden wir dafür aus frischen Salbeiblättern einen Ölauszug herstellen und diesen dann zur Deo-Creme weiterverarbeiten. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass man Salbeitee bei übermäßiger Schweißproduktion einsetzen kann. Das liegt vor allem an den in den Blättern enthaltenen ätherischen Ölen. Und am stärksten wirken dabei natürlich Extrakte, die aus frischen Blättern gewonnen werden. Und genau das zeigen wir euch heute. Für unser Deo-Rezept brauchen wir 15 Gramm Natron, 30 Gramm Kokosöl und 15 Gramm Speisestärke. Da Kokosöl bei einer Temperatur von über 24 Grad Celsius flüssig wird, fügen wir noch 2 Gramm Bienenwachs hinzu, um eine feste Konsistenz zu erzielen. Nun benötigen wir aber zuerst den Ölauszug aus den frischen Salbeiblättern. Wir benötigen 3 frische Blätter, reißen diese in kleine Stücke und geben sie in einen Keramikmörser. Um einen Ölauszug herzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man ein Öl benutzt, das bei Zimmertemperatur nicht fest wird, kann man einen sogenannten Kaltauszug herstellen. Dazu müsste man die zerkleinerten Kräuter etwa 6 Wochen in dieses Öl einlegen. Da wir für unsere Deo-Creme allerdings die antibakterielle Wirkung des Kokosöls nutzen wollen, müssen wir einen sogenannten Heißauszug herstellen. Dabei extrahiert man die Wirkstoffe der Salbeiblätter innerhalb von etwa 2 Stunden in heißem Öl. Mörsert man die Blätter nun vorher noch zusätzlich, können die Wirkstoffe noch besser vom Öl aufgenommen werden. Dieser Ölauszug kann ebenfalls für eine normale Salbeicreme benutzt werden. Dann würde ich allerdings ein anderes Öl wählen und einen Kaltauszug. Die zerkleinerten, gemörserten Salbeiblätter geben wir nun zusammen mit den 30 Gramm Kokosöl in ein Marmeladenglas und erwärmen das Ganze im Wasserbad auf eine Temperatur von ca. 65 Grad Celsius. Das Kokosöl wird dann flüssig und der Ölauszug beginnt. Dann halten wir den Ölauszug etwa 2 Stunden lang auf einer Temperatur zwischen 60 und 65 Grad Celsius. Dann können wir die Rückstände der Salbeiblätter herausfiltern, indem wir sie durch ein Teesieb gießen. Wir haben übrigens auch schon mal 2 normale Salben hergestellt. Dazu gibt es auf unserem Kanal 2 Videos, einmal die Gänseblümchensalbe und einmal eine zeckenabwehrende Kräutersalbe. Seht euch diese Rezepte gerne mal an. Die Rückstände der Kräuter pressen wir dann noch gründlich aus, damit möglichst kein Öl im Filter zurückbleibt. Der Salbei-Ölauszug ist nun fertig und kann zur Deo-Creme weiterverarbeitet werden. Wir stellen dann also das Marmeladenglas wieder zurück ins Wasserbad, erwärmen es auf 65 Grad Celsius und geben die 2 Gramm zerkleinertes Bienenwachs hinzu. Der Schmelzpunkt von Bienenwachs liegt bei ca. 65 Grad Celsius, somit sollte sich dieses Wachs jetzt zügig auflösen. Nun warten wir einige Minuten, bis das Wachs vollständig geschmolzen ist. Man kann auch einige Male umrühren und wenn man jetzt hinsieht, dann befinden sich fast keine Klümpchen mehr im Öl. Sobald sich das Bienenwachs vollständig aufgelöst hat, nehmen wir das Gemisch aus dem Wasserbad heraus und fügen die restlichen Zutaten hinzu. Falls man dieser Deo-Creme nun noch einen starken Duft verleihen möchte, kann man jetzt an dieser Stelle etwa 2 bis 3 Tropfen beliebiges ätherisches Öl hinzufügen. Ansonsten fügen wir jetzt die 15 Gramm Speisestärke und die 15 Gramm Natron hinzu und verrühren das Ganze zu einer geschmeidigen Creme. Wie findet ihr diese Idee? Habt ihr euch ein Deo schon mal selbst hergestellt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie man sieht, nimmt unsere Deo-Creme außerdem eine schöne, zart hellgrüne Farbe an. Dies passiert übrigens nur, wenn man wirklich mit frischen Salbeiblättern arbeitet. Sobald das Ganze gut verrührt ist und sich in der Masse keine Klümpchen mehr befinden, füllen wir das Ganze in eine saubere Cremedose ab. Pro Anwendung benutzen wir hiervon dann ca. eine haselnussgroße Menge und somit reicht diese Cremedose dann etwa 3 Monate lang. Sobald die Deo-Creme erkaltet ist, kann man sie benutzen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.